Das Tor der Illusion. Die Armee der Alliierten war indes so weit voranmarschiert, dass sie nur noch etwa 100 Meter von der Universität trennten, wobei sie ihre taktische Formation beibehalten hatten. Lysandro spähte mit seinen Augen Eras Tour ab. Auf den Türmen sind Bogenschützen und der Torbogen wird natürlich schwer bewacht. Er drehte sich um. Wenn ich das Kommando gebe, stürmen die Wolfsreiter vor. Bestienmeister und Dyalen, sprecht eure Magie auf die Speerschützen. Bogenschützen und Infanterie halten sich bereit. Die Illusionisten unterstützen so gut es geht nach ihren eigenen Ermessen. Oria neigte sich zu Lysandro und flüsterte. Liebster, ich werde dich wohl nicht davon abhalten können, selbst mitzustürmen, oder? Er drehte seinen Kopf zu Oria und sprach leise. Als Heerführer ist es meine Pflicht. Und deine Freude? Ja. Wenn ich dich nicht abhalten kann, dann möchte ich dir wenigstens mit meiner Magie helfen. Aber übertreibe es nicht wieder, ja? Ich werde auf mich Acht geben. Versprochen. Denke an deine Worte. Wer verletzt ist, zieht sich zwecks Heilung zu den Dyalen zurück. Er nickte und sie schloss die Augen, überkreuzte ihre Hände auf der Brust und sammelte Mana. Dies taten auch die Dyalen und Bestienmeister. Offenbar gelang es ihnen so, das Mana aus der Umgebung anzuzapfen. Lysandro zog sein Schwert und erhob es in die Luft. Wolfsreiter, Sturmangriff! Die Reiter zogen kurz an den Ohren ihrer Reittiere, um diese wieder loszulassen. Die Wölfe schlugen ihren Kopf nach hinten, hoben ihren Rumpf, sodass die Vorderbeine den Boden nicht mehr berührten und das ganze Gewicht sich auf die Hinterbeine verlagerte. Und dann stießen sie sich mit ihren Hinterbeinen zu einem weiten Sprung ab, um wieder auf ihren Vorderbeinen zu landen. Die Kavallerie war im Sturm. Unter den gefährlichen Pfoten der stürmenden Wölfe wirbelte heftiger Staub auf und der Wind, der immer noch aus Richtung Feenwald auf Eras Tu wehte, blies die Staubwolke an der Kavallerie vorbei auf den Torbogen zu. Die Verteidiger, welche im Torbogen standen, ihre Lanzen nach vorne gestreckt hatten, um den ersten Sturm abzuwehren, wurden von den spitzen Staubkörnern attackiert. Sie flogen ihnen die Augen und zwangen sie dazu zu zwinkern und zu tränen. Das Atmen fiel ihnen schwer, da sie ständig auch Staub schlucken mussten. Und diese zwei Umstände ließen ihre Verteidigung mangelhaft werden. Es war selbst für einen Unausgebildeten einfach, eine stürmende Kavallerie zu Fall zu bringen, indem er seine Lanze ausstreckte. Aber in dieser Situation hätte auch der erfahrenste Krieger Probleme gehabt, standhaft zu bleiben. So kam, was kommen musste. Die Verteidiger sahen die anstürmenden Wölfe nicht und das ständige Husten und nach Luft ringen raubte ihnen die Kraft und Konzentration, sodass ihre Lanzen kraft- und ziellos in der Staubwolke hingen. Für die Lanzenträger in der ersten Reihe ergab sich daraus allerdings auch ein emotionaler Vorteil. Sie spürten nur kurzen Schmerz, als vier Zentner Wolf mit ausgestreckten scharfen Klauen auf sie zusprang, um diese tief in ihr Fleisch zu bohren, sodass sie in Sekundenschnelle leblos zu Boden sackten. Die dahinter befindlichen Lanzenträger stachen auf die Wölfe ein, verursachten an einigen von ihnen kleinere Wunden. Viele ihrer zustechenden Lanzen wurden jedoch von den Pranken abgewehrt. Wer klug war, ließ sie los und zog sein kurzes Schwert, das er mit sich führte. Wer mutig war, hielt fest und wurde samt Lanze weggeschleudert. Entweder an eine Wand mit so heftigem Aufprall, dass er für immer liegen bleiben würde, oder nach hinten in die eigenen Reihen, wo er etwas sanfter landete, aber dafür seinen Kollegen schadete. Die Wölfe hatten sich nun den Torbogen freigekämpft, sodass etwa ein halbes Dutzend von ihnen nun in der, mit feindlichen Soldaten überfüllten, Eingangshalle stand, während die anderen noch draußen waren. Die Bogenschützen auf den Türmen begannen auf die noch außenstehenden Wölfe zu feuern und auch im Inneren flogen den alliierten Angreifern Pfeile entgegen, welche von den Bogenschützen abgefeuert wurden, die sich auf den Treppen positioniert hatten. Die Pfeile bohrten sich tief in Tier und Reiter, wobei letztere durch ihre Lederrüstung wenigstens etwas geschützt waren. Die Illusionisten, die dies bemerkten, setzten den Telekinesezauber ein, um die angriffliegenden Pfeile von den Türmen aufzuhalten und zurückzuschleudern, doch sie konnten nicht einmal die Hälfte der Geschosse aufhalten, da sie so zahlreich waren. Die zurückgeworfenen Pfeile trafen einige wenige Bogenschützen und ließen sie von den Türmen fallen, während die Wolfsreiter, die sich immer noch vor der Universität befanden, starke Verluste zu verzeichnen hatten. Viele Wölfe fielen gespickt mit Pfeilen zu Boden und verschwanden in Knieschiwolken, denn sie waren ja nur geformtes Mana. Die verletzten Reiter krochen zurück zu den Dyalen, um nach Heilung zu suchen, doch nur jeder zweite konnte den Pfeilen entkommen. Die Wolfsreiter im Inneren schlugen sich besser und kämpften sich eine Schneise in die Gegnermasse, weil sie nur geringe Verluste hinzunehmen hatten, doch sie würden nicht mehr lange ausharren können. Sie brauchten dringend Verstärkung und diese sollten sie auch gleich erhalten.
Lysandor gab den Befehl zu den Dialeen und Bestienmeister, nun ihre Magie zu wirken. Diese beendeten ihre Meditation und belegten die Speerschützen allesamt mit nützlichen Verzauberungen. Mit 3 nützlichen Verzauberungen, um genau zu sein. Die erste ließ eine graue, klumpige Schicht über die Haut der Speerschützen entstehen. Sie sah aus wie getrockneter Schlamm, doch sie bestand aus Granit. Die zweite Verzauberung ließ ihre Klingen in einem gelben Licht erglühen. Normalerweise hatten die Speerschützen große, schwere Bögen als Waffen, doch für diese Schlacht führten sie 2 lange, leicht gekrümmte Klingen mit sich, die wie eine Mischung aus Säbel und Schwert wirkten. Durch das Glühen schienen sie so scharf, als könnten sie Stein wie Butter schneiden. Und wahrscheinlich stimmte das auch. Die dritte Verzauberung war optisch nicht so imposant und nur für das geübte Auge erkennbar. Sie verursachte, dass die Beinmuskulatur der Feerische anschwoll. Auch Oria hat ihre Meditation beendet und Lysandor verzaubert. Allerdings schien sie eine weitaus mächtigere Verzauberung gewebt zu haben. Um Lysandor schlangen sich Efeuranken und umgaben ihn wie ein eng anliegendes Kostüm, wobei sie auch Blätter ausbildeten. Sein ganzer Körper, bis auf die Augen, wurde von den Ranken umschlungen, sodass er wie eine Art personifizierter Wald wirkte. Oria schwitzte vor Anstrengung. Der Zauber musste sie viel Mana gekostet haben. Danke, Liebste, sprach Lysandor leise zu ihr. Sie versuchte ihre Anstrengung hinter ein verschmitzten Lächeln zu verbergen. Gern geschehen, mein Liebster. Lass den anderen auch noch etwas übrig. Sie zwinkerte. Lysandor hob den Arm. Attacke! Speerschützen und Krieger, alle in Sturm. Bogenschützen, versucht die Türme zu erobern. Mit diesen Worten stürmte Lysandor, gefolgt von den Speerschützen und Kriegern, vor. Die Bogenschützen breiteten ihre Flügel aus und flogen zu den Türmen empor. Die gegnerischen Bogenschützen versuchten, die agilen Feen zu treffen. Doch nur wenige Pfeile fanden ihr Ziel, sodass die Feen bald schon die Trümmer erreichten. Das darf doch nicht wahr sein, schrie der Sensei auf seinem Balkon, der sich einigen Feen näherten. Muss man denn hier alles selber machen? Er hob seine Hände und konzentrierte sich kurz. Dann schnippte er mit seinen Fingern und eine heftige Böe wehte auf Erastu zu. Sie erfasste die Feen in der Luft mit rasanter Geschwindigkeit und schleuderte sie an die Wand des Gebäudes, sodass die meisten verwundet oder gar tot zu Boden fielen. Na geht doch, sagte er selbstgefällig. Merenor und der Lord hatten inzwischen zu den anderen Illusionisten aufgeschlossen. Beherrscht doch alle den Elu-Zauber. Also los, alle Mann, konzentriert euch auf das Erschaffen eines Wasserelementars. Allerdings auf eine andere Weise, sprach der Erzkanzler. Die Illusionisten blickten ihn verwirrt an. Wir werden uns alle auf dasselbe Element konzentrieren. Vielleicht können wir so ein besonders großes und starkes Wesen formen. Ein Versuch ist wert. Alle nickten und begannen sich zu konzentrieren. Seki beherrschte zwar auch den Elu-Zauber, doch er zog es vor, die Schlacht zu beobachten. Seine magischen Kräfte waren zu gering, als dass sie einen nennenswerten Unterschied gemacht hätten. Währenddessen hatten Lysandor und die Infanterie die Eingangshalle betreten, wo noch einige Wolfsreiter tapfer, aber schwer verwundet kämpften. Zieht euch zurück! Wir übernehmen! Schrie die Rankengestalt. Die Freude der generischen Nahkämpfer war groß, als sich die mächtigen Wölfe zurückzogen und sie nun ebenbürtigen Gegnern gegenüberstanden. Doch dieser Eindruck täuschte. Die Feenkrieger mochten im Kampf ebenbürtig sein. Sie führten zwar das Schwert besser und waren flinker mit den Schilden, aber ihre Rüstungen waren schwächer und körperlich gebrechlicher. Das Problem stellten jedoch die Speerschützen mit ihren 2 Klingen dar. Nicht nur, dass sie über eine magische Granithaut verfügten, die sich nur schwer durchdringen ließ, und über magisch verstärkte Beinmuskeln, welche ihnen erlaubten, weite und geschickte Sprünge zu machen, sondern die Kombination ihrer beeindruckenden Kampfausbildung mit jener Magie verursachte Angst und Schrecken. Sie sprangen mit ihren Klingen todesmutig in die gegnerische Masse, um dort sanft wie eine Feder zu landen und mit ihren Klingen geschickt um sich herum zu wirbeln, welche durch ihre Verzauberung die Rüstung durchdrangen und damit rasant die Gegner dezimierten. Einige von ihnen liefen an den Wänden entlang und wirbelten dabei die Klingen so schnell, dass sie sogar während des Laufens viel verletzten oder töteten. Doch selbst die Speerschützen waren nicht das größte Übel des Gegners. Nein, sie waren tough und schwer zu besiegen. Doch die Soldaten näherten sich ihnen trotzdem, weil sie sahen, dass sie Schaden anrichten konnten, auch wenn dieser gering war. Alles und jeder war sterblich. Das wurde den Soldaten klar, als sie Rock und Phönix vergehen sahen. Doch obwohl sie dies wussten, machte ihr Körper und ihr Instinkt eine andere Erfahrung, als sich ihnen ein Gegner gegenüberstellte, dessen Name in den Legenden der nächsten Generation ehrfürchtig gehaucht werden wird. Lysandor. Es war fast schon anmutig, wie er sich mühelos mit seinen 2 Klingen durch die Reihen der Gegner den Weg bahnte. Seine Schläge waren kurz,
schnell, präzise und tödlich. Während die Speerschützen mit vielen Drehungen und wirbelnden Klingen agierten, schien er seine Klingen nur in den richtigen Moment kurz zu heben, mit ihnen zu zucken und dann fiel der oder auch die Gegner zu Boden. Er machte auch keine Anstalten, schnell durch die Gegend zu rennen oder zu springen. Es waren genug Feinde da, denen er sich mit gemächlichen Schritten näherte. Dies schürte noch mehr die Angst der Feinde, denn Lysandor hatte eine Magie, die mächtig war, obwohl sie keine Zauberei war. Sein Selbstvertrauen. Es umgab ihn förmlich mit einem astralen, gelben Leuchten und jeder, der Lysandor sah, wünschte sich, zwischen vier Speerschützen zu geraten. Doch das, was an ihm wohl am furchterregendsten war, war die mächtige Rankenverzauberung. Er brauchte keine Steinhautverzauberung, denn so weit an ihn heran kam keine Klinge und kein Pfeil. Sobald eine Klinge sich ihm näherte, wurde diese von plötzlich aus den Rankenmantel schießenden Ranken gepackt, umwickelt und den Gegnern aus der Hand gerissen. Mit den Pfeilen war es nicht viel anders. Ehe sie auf einen Meter heran waren, wurden sie von ebensolchen Ranken aus der Luft gepflückt und in der Luft zerbrochen. Einen unkonventionellen Angriff mit Fäusten oder Tritten wagte sich niemand, denn selbst die fantasielosesten Menschen konnten sich vorstellen, was wohl passieren würde, wenn statt eines Schwertes ein Arm auf den Gegner zuraste. Und noch etwas hatte die Verzauberung an sich, was den Tod durch Lysandor noch schlimmer machte, als von ein Dutzend Speerschützen geschnetzelt zu werden. Nicht die Klinge in der Brust oder an der Kehle, die den Tod verursachte, war das Schlimmste, sondern die Ranke, die sofort darauf in die Wunde des Gegners schoss, ihn zu Boden gehen ließ, nur um dann in diesen etwa eine Minute lang zu keimen. Aus dem Körper sprossen zwei skurrile Rankenwesen. Sie erschienen wie auf Hinterbeinen stehende Hunde, die von Ranken umwickelt waren. Sie waren nicht schnell und durch einen gezielten Schlag zu töten, doch sie hinterließen völlige blutleere, blasse Körper. Nur noch Haut, die über Knochen gespannt war. Offenbar zogen diese Wesen das Mana aus der Lebenskraft und gediehen in ihr. Obwohl sie leicht zu töten waren, wurden sie schnell mehr und damit gefährlich. Denn sobald sie auf etwas unter einem Meter Abstand waren, schossen aus ihnen Ranken hervor, welche Opfer zu Tode wirkten. Diese blieben allerdings am Boden liegen und dienten nicht als Nährboden für weitere Rankenwesen. Einen weiteren, biologischen Vorteil hatten diese Wesen. Sie waren durch Pfeile praktisch unverwundbar, denn diese verfingen sich den Rankenkörper, ohne nennenswerte Schäden anzurichten. Das sieht nicht gut aus. Aber das wird sich gleich ändern. Die Lage ist nicht gut, aber noch lange nicht ernst, sprach der Sensei grinsend. Lord Tralala, Seki, Lombus und Merenor standen beisammen, weil Merenor sich voll auf die Illusion konzentrierte, die langsam anfing Gestalt anzunehmen. Die anderen beobachteten das Treiben und waren in Siegesstimmung, als sie plötzlich bemerkten, wie vor ihnen eine Gestalt begann zu materialisieren. Wie aus Reflex zog Seki seine Dolche und sprang hervor, um die Gestalt zu bekämpfen. Doch er hielt inne, als diese sprach: Ich bin kein Feind, ich möchte nur reden. Die Gestalt war nun halbtransparent und ließ nun bekannte Züge erkennen. Es war der alte Lord Billibally, oder genauer gesagt sein Geist. Vater! Schrie Tralala, sprang hervor und versuchte die Arme um ihn zu legen, doch er griff ins Leere. Verzeih mir, mein Sohn, hätte ich nur einen Wunsch, so würde ich mir wünschen, dich noch ein letztes Mal in die Arme nehmen zu können. Tralala standen die Tränen in den Augen, doch er blieb gefasst. Vater, was ist mit euch? Ich dachte, ihr seid tot! So ist es. Ich war tot, doch der Sensei erweckte mich zum Leben. Im Austausch dafür sollte ich ihm bei seinem Feldzug helfen. Deswegen konntet ihr Rock steuern. Aber wie habt ihr es geschafft, den Terra-Homing-Zauberspruch zu sprechen und damit das Meer wieder zurückfließen zu lassen? Das ist nur den höchsten Illusionisten möglich. Warf Lombus erregt ein. Der Geist hob die Hand und schüttelte mit dem Kopf. Ich kenne mich mit Magie nicht aus. Der Sensei hat den Spruch gesprochen. Der Sensei? Wie kann das sein? Er ist doch nur ein Shadow. Ihr wisst es nicht? Was? Fragten alle Zuhörer. Der Sensei ist einer der besten Illusionisten. Er... Ein lautes Gong tönte über den Schlachtfeld und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Billibally hatte sich wieder gefasst und schrie: Das geheime Signal! Davor wollte ich euch warnen! Dreht euch um! Aus dem Boden werden gleich Dutzende Shadows erscheinen! Ihr müsst euch schnell verteidigen! Die Gruppe drehte sich um und in etwa 20 Meter Entfernung bildete sich ein Loch in den Boden. Die Shadow hatten Bretter aus den Trümmern des Turms von Eras Tu verwendet, um das Loch abzudecken. Der Sand darauf war eine perfekte Tarnung, denn er unterschied sich nicht im geringsten von der trostlosen Gegend. Aus dem Loch stürmten die Shadow hervor und trafen auf die Dialeen, die ihnen schutzlos ausgeliefert waren. Ihre Schreie erregten die Aufmerksamkeit der Illusionisten, welche den Zauber abbrachen, um sich der Verteidigung zu widmen.
Die Dialeen suchten Schutz und rannen so hinter die Illusionisten und Bestienmeister. Erstere bemühten sich, Eisgeschosse auf die anstürmende Horde zu feuern, welche die Getroffenen sofort zersplittern ließ. Da jeder Druide verhältnismäßig lange braucht, um genügend Mana zu sammeln, begnügten sich die Bestienmeister, einige kleinere Bienenschwärme zu beschwören und sie den Angreifern entgegenzuschicken. Sie waren zwar nicht stark und richteten bis auf ein paar brennende Stiche kaum Schaden an, hielten die Angreifer aber erst einmal auf. Die wenigen Wolfsreiter und Wölfe, die sich zur Heilung zurückgezogen hatten und deswegen wieder vollkommen fit waren, stürmten auf die Gegner los, doch sie erhielten mehr Widerstand als erwartet. Die Shadow waren im Nahkampf gut ausgebildet und konnten mit ihren zwei Dolchen nicht nur schnell angreifen und Schaden anrichten, sondern auch hervorragend blocken. Die Großmeister stellten eine regelrechte Herausforderung dar. Sie waren schnell, stark und erstaunlich agil. Sie konnten fast jeder Attacke ausweichen. Die Pranken, die frontal auf sie zurasten, wurden mit einer schnellen Seitwärtsrollen ausgewichen und mit einem schnellen Dolchstreich beantwortet. Diesbezüglich waren die Bienen überaus nützlich, denn ihre Stiche schmerzten und ließen die Shadow so abrupt in ihren Aktionen enden, was dazu führte, dass sie einige Treffer hinnehmen mussten. Doch im Großen und Ganzen waren die Verluste auf Seiten der Alliierten diesbezüglich weitaus größer. Seki sah keine andere Wahl. Er zog seine Dolche und stürmte mit nach vorne. Auf einmal spürte er, wie er schneller wurde, oder genauer gesagt, er sah, wie die anderen für ihn langsamer erschienen. Ein schneller Blick nach hinten traf auf Longbus, welcher generös nickte. Offenbar hatte er Seki verzaubert. So war es Seki ein leichtes, durch die Gegner zu hechten und ihren Attacken auszuweichen, um selbst einige Hiebe auszuteilen. So lief der Kampf etwa 10 Minuten und das Blatt wendete sich. Die Shadow waren besiegt, doch auch fast alle Dialeen verloren das Leben und um die Bestienmeister stand es auch nicht besser. Die Illusionisten hatten etwa ein Drittel ihrer Leute verloren und viele waren verwundet. Nur noch zwei Wolfsreiter, jedoch ohne Reittiere und schwer verwundet, waren noch am Leben. Und auch ein tapferer Held, der sich aufopferungsvoll in den Kampf gestürzt hatte, um die anderen zu retten, lag mit schweren Verletzungen am Boden, die bald seinen Tod fördern würden. Er glühte immer noch im blauen Schein seiner Verzauberung, als Longbus zu ihm trat. Seki! Seki! So sag doch was! Er bückte sich und nahm Seki in seine Arme. Danke! Tönte es matt von Seki. Longbus zwang sich ein Lächeln auf. Das ist kein guter Moment für Scherze. Halte durch! Die Dualen werden gleich hier sein und dich heilen! Doch sie waren mit ihren eigenen Verletzten schon überfordert. Es ist zu spät. Ihr wart ein guter Lehrer. Wehe, wenn du stirbst. Oh, alles Heilige, schließ ja nicht die Augen. Denk an Ala, denk an dein Versprechen. Ala, du hattest recht. Ich werde ihr Herz brechen. Lumbus schüttelte mit dem Kopf und Tränen rannten über seine Wange. Auf einmal hörte er, wie sich eilige Schritte näherten und drehte sich um. Eine Dialene kam angerannt und beugte sich zu Seki hinab, wobei ihre Kapuze ihr Gesicht verdeckte. Sie legte ihre Hände auf dessen Brust und sogleich strömte weißes Mana aus ihren Händen auf die Wunden und verschloss sie langsam. Seki, komm schon, oh Liebster, bitte steh auf, sprach sie. Longbus war so verblüfft, dass er reaktionär ihre Kapuze hinabzog, was sie jedoch scheinbar nicht störte. Ala, ihr seid es! Ala, tönte es von Seki, der die Augen wieder öffnete und Besserung spürte. Du schaffst es! Halte durch! Die Wunden verschlossen sich immer mehr, bis von ihnen nichts mehr zu sehen war. Ala, danke! Du hast mir das Leben gerettet! Sie beugte sich über sein Gesicht und küsste ihn. Wie du mir auch, als du vorstürmtest, um die Dualen zu verteidigen. Wieso bist du hier? Warum bist du nicht in der Stadt? Sie wurde rot im Gesicht und sprach. Ich bin eine Dualene und musste mit. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil du dir sonst Sorgen gemacht hättest. Entschuldige bitte. Es ist ja romantisch, keine Frage, aber hinter uns tobt immer noch der Krieg. Könnt ihr das Gespräch auf später verschieben? Warf Longbus etwas vorwurfsvoll ein. Oder war es Neid? Tralala stand immer noch neben Merenor und blickte etwas perplex in der Gegend und schien seinen Vater zu suchen. Als Longbus, Ala und Seki sich zu ihm gesellten, sprach der Lord. Vater, bist du noch hier? Rede doch mit uns! Ich muss gehen. Lebe wohl. Der Lord sank auf die Knie. Vater! Vater! Er spürte, wie sich eine Hand auf seine Schulter legte. Tralala, es tut mir leid, sprach der Erzkanzler. Die Szenerie wurde unterbrochen, als plötzlich Lysandor mit blutüberströmten Ranken an seinen Leib angerannt kam. Wir haben gesiegt, doch der Sensei ist auf der Flucht. Wo ist er? Tönte es scharf von Merenor.
Lysandro hob seine Hand und deutete auf den Sensei, welcher mitten in der Luft Richtung Geldnot rannte. Irgendwie kann er in der Luft gehen, sprach Lysandro. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Wenn er Geldnot erreicht, wird er den Hass in der Stadt schüren und uns dann doch noch besiegen. Lombus! Ja? Schafft ihr es noch, Seki mit dem Fliegenzauber zu verzaubern? Und Lysandor, ich werde ihn selbst auf mich sprechen und wir werden den Sensei verfolgen. Ja, aber... Keine Zeit für Abers! Los, beeilt euch! Lombus nickte und sprach die gewünschten Verzauberungen. Und jetzt? Wie können wir denn fliegen? Fragte Seki. Stell dir einfach vor, du könntest nicht nur zweidimensional, sondern auch dreidimensional laufen. Antwortete Merenor. Seki verstand zwar die Antwort, wusste aber nicht, wie er das anstellen sollte. Immerhin läuft man immer zweidimensional. Er probierte es einfach und hob vorsichtig einen Fuß und stellte sich vor, dass er mitten in der Luft Boden unter den Fuß hätte. Langsam verlagerte er sein Gewicht auf den Fuß in der Luft und konnte tatsächlich auf ihm stehen. Er machte noch ein paar Schritte und stellte fest, dass es viel einfacher war, als er gedacht hatte. Hab jetzt euch eingewöhnt? Fragte Merenor, der ebenfalls in der Luft schwebte. Lysandro nickte kurz mit militärischer Strenge, wie es für ihn üblich war, und Seki sprach, ja. Dann los, wir müssen uns beeilen. Die drei rannten in der Luft los und versuchten den Sensei einzuholen, der einen weiten Vorsprung hatte. Ich werde ihn verlangsamen, sprach Merenor. Während sie liefen, schloss er die Augen und konzentrierte sich kurz, um dann einen gelben Lichtstrahl aus Mana den Sensei hinterher zu schicken. Er war blitzschnell und kaum war er ausgesprochen, traf er auch schon den Sensei, der sich nun langsam bewegte. Wir müssen uns trotzdem beeilen, der Zauber wird nicht lange halten, schrie Merenor, damit ihn die anderen trotz des an ihnen vorbei wehenden Windes hörten. Sie erreichten bald den Sensei, der sich noch immer langsam bewegte. Gebt auf, rief Lysandor, als sie etwa 10 Meter von ihm entfernt waren. Er drehte sich wie in Zeitlupe um und sprach, ah, der Feengeneral Lysandor. Wie immer, heldenhaft und tapfer. So tapfer, dass er seine geliebte Orion meinen versteckten Truppen überlässt, die gerade eure reinlichten. Er grinste boshaft. Du lügst, schrie Lysandor zornig, tob drohend sein Schwert. Tu ich das? Dann lass mich dir die Wahrheit zeigen. Er schnippte mit seinen Fingern, aus denen ein grelles Licht hervorstieß, das alle blendete. Als Lysandor die Augen wieder öffnete, befand er sich im Brachland, vor der Universität. Die wenigen verbliebenen Einheiten kämpften gegen eine Schar Shadows. Er konnte es nicht fassen. Hilfe! Lysandor! So hilf mir doch! Schrie Oria aus der Masse heraus. Lysandors Augen weiteten sich vor Angst, seine Geliebte zu verlieren. Wie aus Reflex zog er sein Schwert, spannte seine Muskeln an und blieb stehen. Eigentlich wollte er rennen, doch er konnte nicht. Die Ranken in seinem Körper hatten sich im Boden festgehakt und hinderten ihn. Als er sie durchtrennen wollte, pressten sie seinen Arm so fest zusammen, dass er vor Schmerz die Klinge fallen ließ. Er hatte keine Wahl. Er musste nun mit ansehen, wie die Feinde den Rest seines Volkes töteten und tatenlos ertragen, dass sie seine Geliebte folterten. »Wacht auf, Lysandor! Steht schon auf! Jetzt ein schlechter Zeitpunkt zum Schlafen!« sprach Seki, als er Lysandor, der mitten in der Luft schwebte, an den Schultern packte und versuchte, mit aller Gewalt wachzurütteln. Merenor stand unverändert an seiner Position und beäugte den Sensei, der siegesicher grinste. Seki drehte sich um und schrie den Sensei wütend an. »Ihr Mistkerl! Was habt ihr gemacht?« »Das, was ich gesagt habe. Er darf gerade zusehen, wie er alles verliert, was er liebt.« »Was?« »Eine Traumillusion. Keine Realität. Ein künstlicher Traum, geschaffen, um die Psyche einer Person zu zerstören.« Warf Merenor hochkonzentriert ein. »Ah, Merenor, richtig?« sprach der Sensei kühl, wo er sein Grinsen behielt. Er hob seine Hand in Zeitlupe zu seinem Kinn und streichelte sich darüber. Ihr seid ja jetzt Erzkanzler. Ihr habt ganz schön Karriere gemacht und das muss ich euch schon lassen. Ihr kennt mich nicht, war die kühle Antwort von Merenor. Seki stieß sich unterdessen aus dem Blickfeld des Senseis, um in der Luft einen Bogen zu gehen und den Sensei aus einem toten Winkel zu überraschen. Ach, ich denke, ihr verdreht ein bisschen die Realität, so wie ihr Illusionisten es gerne macht. Ich kenne euch wohl. Eure Fähigkeiten, eure Schwächen, ja. Jede wichtige Person kenne ich in- und auswendig. Ihr redet viel, doch könnt ihr es auch belegen? Ich erinnere mich nur zu gut an einen kleinen Jungen, der sich im Feenwald verlaufen hatte. Seki hatte sich nun nah genug an den Sensei herangeschlichen und seine Dolche gezogen. Mit einem Sprung hechte er auf ihn zu, doch der Sensei war auf einmal nicht mehr langsam. Blitzschnell drehte er sich um, setzte einen Griff ein, um Seki die Waffen abzunehmen, und hielt ihn nun vor sich gehoben, ohne jeglichen Schutz. Dachtest du, ich würde darauf reinfallen? Ich bin schon lange nicht mehr langsam.
Merinor hat indessen ein Eisgeschoss gefroren und es dem Sensei entgegengeschickt. Kurz bevor es diesen traf, nickte der Sensei kurz zur Seite, woraufhin das Eisgeschoss zuerst in der Luft stehen blieb, um dann, bedingt durch die Schwerkraft, auf den Boden zu fallen und dort eine runde Eisfläche mit Durchmesser von etwa 2 Metern zu bilden. Nun doch, Merinor kann dich nicht mehr retten. Weißt du was? Du hast die ganze Zeit mehr Ärger gemacht, als du wert bist. Ich hätte gedacht, dass du mittlerweile mehr gelernt hättest. Für diese Enttäuschung verdienst du den Tod. Genau in dem Moment ließ der Sensei Seki los, zog einen seiner Dolche und rammte ihn Seki durch die Brust, weil es das Knacken der Rippen zu hören war. Er ließ den Dolch mit Seki daran langsam nach unten gleiten und streifte den Jungen mit seinem Fuß ab, sodass dieser schwer verwundet zu Boden fiel. Der Sensei drehte sich zu Merinor um, welcher entsetzt, aber gefasst in der Luft schwebte. Und da war es nur noch einer, verkündete der Sensei fröhlich und merkte dabei nicht, dass Merinor einen Zauber sprach. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ein kleiner Junge, der sich im Feenwald verlaufen hatte und dort die große Liebe fand. Ihr könnt mir nichts anhaben mit euren Träumen. Ich bin der beste Illusionist. Wer redet denn von Träumen? Ich spreche von Tatsachen. Auf einmal entstand eine Gewitterwolke über den Sensei. Er hörte es knistern und blickte nach oben. Er schloss schnell die Augen und sprach einen Zauber, sodass ihm eine Kugel aus blauem Mana umgab. Die Blitze zuckten von der Donner hernieder und schienen von der Kugel absorbiert zu werden. Das Gewitter dauerte an, doch der Sensei sprach gelassen. Mit euch kann man sich wohl nicht einfach mal nett unterhalten, oder? Dann müssen wir halt andere Seiten aufziehen. Nun konzentrierten sich die beiden Kontrahenten, ohne den anderen dabei aus den Augen zu lassen. Der Sensei schickte Merinor eine ganze Salve Eisgeschoss entgegen, doch mit einer lässigen Handbewegung wirkte dieser den Telekinese-Zauber und ließ sie zu Boden gleiten. Sein Konter folgte sogleich, als ein Sturm heraufbeschwor, in dem spitze Eiskristalle wirbelten. Der Sensei zog seine Dolche und blockte die Klotze mit trainierter Agilität und Präzision, sodass nur wenige ihn trafen. Nun war er zornig. Er nutzte die beschworene Gewitterwolke des Erzkanzlers und ließ diese wachsen, sodass sie beide Kämpfer einschloss. Merinor reagierte, indem er ebenfalls eine blaue Sphäre aus Mana um sich sammelte, welche die Blitze absorbierte. Der Gewittersturm wurde immer dichter, sodass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Fast sekundisch zuckten Blitze hinab und ließen den gleißenden Wind für den Bruchteil einer Sekunde erstrahlen. In diesem Zwielicht aus wolkenhafter Dunkelheit und blitzendem Licht konnte Merinor den Sensei nicht mehr erblicken. Er drehte sich um und rannte in der Luft weg von der Wolke, um einen besseren Überblick zu bekommen. Währenddessen lag Seki verwundet am Boden. Die Wunde blutete stark und Seki sah alles verschwommen. Vor Schmerz stöhnte er und musste immer wieder die Augen schließen. Er windete sich am Boden vor Qualen und musste nun die Augen schließen, um den Schmerz ertragen zu können. »Steh auf«, dachte er. »Du darfst nicht sterben, nicht jetzt. Denk an Ala.« Er sammelte seine Kraft und öffnete die Augen. Es war gleißend hell und eine bekannte Silhouette stand vor ihm. »Seki?« Es war Alas Stimme. Er musste wohl im Himmel sein. Es war so hell und auf einmal spürte er Wärme und Freude. Er wusste nicht wieso, aber auf einmal schien der Schmerz zu gehen. Die Verschwommenheit nahm ab und die Konturen der Silhouette wurden immer deutlicher. Nach etwa 2 Minuten konnte er wieder klar sehen. Es war Ala, die sich über ihn beugte und ihre Hände auf seiner Brust hatte. »Ala, bin ich im Himmel?« fragte Seki matt. Ihr standen Tränen in den Augen. Sie fiel ihn um die Arme und drückte sich fest an ihn heran. »Du lebst! Ich hatte solche Angst um dich!« »Ich bin nicht tot?« »Beinahe wärst du es gewesen. Deine Wunde war ziemlich tief.« Sie beugte sich zurück und kniete so vor ihm. »Du kannst von Glück reden, dass ich Lambus dazu überzeugen konnte, mir auch diesen Zauber zu geben. Sonst wärst du jetzt tot.« In der Zwischenzeit kämpften Merinor und der Sensei. Als der Erzkanzler versuchte, der Wolke zu entkommen, hatte sich der Sensei heimtückisch an ihn herangeschlichen und den Dolch in den Rücken gerammt. Vor Zorn geriet der Sensei in einen Blutrausch und stach noch mehrere Male auf Merinor ein, ehe dieser mit vielen schweren Wunden neben Seki und Ala auf den Boden prallte. Diese schreckten vor Überraschung zurück. »Merinor!« rief Seki entsetzt und rannte zu ihnen hin. Er stand einige Sekunden fassungslos vor dem fast leblosen Körper. »Er atmet noch leicht! Ala, helf ihm bitte! Versuch ihn zu heilen!« Er rüttelte an ihn. »Ala, wo bleibst du denn?« Als Seki sich umdrehte, um nach Ala Ausschau zu halten, sah er,
dass der Sensei mit blutüberströmtem Gewand Ala gepackt hatte. Er hielt sie in einen Würgegriff, indem er einen Arm um ihre Kehle geschlungen hatte, und so konnte er ganz bewusst steuern, ob sie atmen konnte oder nicht. In der anderen Hand hielt er einen Dolch, nahe ihres Gesichts. Seki fiel geschockt zurück auf den Boden. »Wie oft muss ich dich eigentlich noch töten?«, fragt der Sensei zornig. »Nur noch dieses Mal, aber nur wenn du sie loslässt. Sie hat nichts damit zu tun.« »Hör auf, ein Held zu sein. Das passt nicht zu dir. Sei ehrlich. Wer von euch beiden hat den anderen bisher das Leben gerettet?« »Mistkerl, lass sie los, sonst...« »Sonst was? Langweilst du mich mit deinem Gelaber zu Tode?« »Verdammt, lass sie, töte mich.« »Ach, die Liebe. Weißt du was? Ich werde deinen Wunsch erfüllen, doch zuvor...« Er hob seinen Dolch, um ihn Ala an die Brust zu rammen. Auf einmal flammten in Seki Gefühle auf, die er nicht kannte. Vielleicht kannte er sie schon, aber es waren so viele, dass er sie unmöglich auseinanderhalten konnte, sodass sie ein riesiges Gefühlsbündel bildeten, in dessen Kern Liebe loderte und aus dessen Schale Zorn quoll. Er spürte so viel mehr, als er jemals gespürt hatte, und die Zeit schien in mehrfacher Zeitlupe abzulaufen. Diese Magie war stark. Sie zog Mana aus einer Quelle, die mächtiger war als alles andere auf dieser Welt. Der Liebe, die in Sekis Herzen eifrig loderte. Seki packte einen verdorrten Ast, der auf dem Boden lag und schon modrig war, sprang auf, und noch ehe der Sensei richtig ausgeholt hatte, rammte er ihn den Ast durch den gesamten Oberkörper, woraufhin die Zeit wieder normal lief. Der Sensei blickte an sich hinab und sah die schwere Wunde, die ihm zugefügt worden war. »Wie konnte das denn durchgehen?«, fragte er verkrampft, ehe er den Dolch fallen ließ und vor Schmerz auf die Knie sank. Seki griff nach vorne und fing Ala auf, die der Sensei ebenfalls aus seinem Griff fallen ließ. Die beiden Liebenden drückten sich vor Freude, aus Alas Augen quollen Tränen. »Ich hatte solche Angst«, flüsterte sie mit gedämpfter Stimme und drückte dabei Seki noch fester an sich heran. Dieser erwiderte die Umarmung kurz und sprach dann, »Ala, bitte kümmere dich um den Erzkanzler.« Sie nickte kurz und verließ die Umarmung. Als sie den Erzkanzler erreicht hatte, legte sie ihre Hände auf seine Brust und sprach, »Er hat so viel Blut verloren. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen noch helfen kann.« »Bitte, versuche es«, antwortete Seki, ehe er sich zu den Sensei umdrehte, dessen Leben wortwörtlich aus seinem Körper floss. »Was ist? Willst du es nicht endlich zu Ende bringen?«, stammelte der Sensei. Seki antwortete mit einem gezielten Seitwärtstritt auf das Gesicht des Senseis, welcher daraufhin tot nach hinten umfiel. Seki betrachtete einige Sekunden seinen Gegner und wurde überrascht. Das Äußere des Senseis löste sich langsam in einige Kieschis auf, welche zum Himmel strebten, und zum Vorschein kam ein noch viel älterer Mann, welcher sehr dürr war und über ein strenges Gesicht verfügte, welches von vielen Krampfadern überzogen war. »Was zum...« stotterte Seki verwundert. »Er atmet wieder. Seki, er atmet«, rief Ala. Seki drehte sich um und ging zu ihr und Merimor, welches sich langsam unter Schmerzen aufrichtete. »Kommt er durch?«, fragte Seki. »Ja, aber er braucht viel Ruhe. Seine Wunden sind sehr tief.« »Seki, Ala«, brachte Merenor mit kreisenhafter Stimme hervor. »Ja, was ist? Möchte dir etwas sagen?«, fragte Seki in eifriger Freude. »Ich habe gewusst, dass ihr zusammenpasst«, Merenor lächelte. Seki und Ala blickten sich an und mussten auch lächeln. »Ihr nun wieder«, sagte Seki fröhlich. »Können Sie aufstehen?«, fragte Ala und griff ihn dabei unter die Arme. »Seki, bitte stütz mich doch.« Seki kam dieser Bitte nach und stemmte Merenor, indem er Merenors Arm um seine Schultern legte und ihn so stützte. »Was ist mit dem Sensei? Ist er geflohen?« »Nein, Erzkanzler, er hat verloren.« Seki führte ihn zu dem Toten. Auf einmal wurden Merenors Augen groß und zeugten von Verblüffung, als sie den Leichnam sahen. »Er hat sein Äußeres verändert. Ich habe mich auch schon gewundert.« »Ach, das ist es nicht, Seki. Es ist... Ich glaube es einfach nicht.« Eine kurze Pause folgte. »Merenor?«, fragte Seki nach einiger Zeit. »Dieser Mann, der Sensei, ich kenne ihn.« »Was?« ertönte es sowohl von Seki als auch von Ala. »Es ist lange her, als ich noch Kämmerer der Illusionisten war. Zu dieser Zeit waren die Illusionisten noch in Geldnot untergebracht. Alles lief gut, bis dieser Mann auftauchte. Erst schien er ein guter, eifriger Schüler zu sein, der von den Dieben gesandt worden war. Doch das war nicht das Problem. Viele der Diebe schlichen sich ein,
Doch sie alle wurden zu guten Menschen und verließen die Diebesgilde oder hielten den Druck nicht stand und kehrten, ohne etwas gelernt zu haben, zur Gilde zurück. So war es lange Zeit, bis dieser Dieb hier auftauchte. Asklepios? Sagte Seki hastig. Lombus drehte seinen Kopf verwundert von Asklepios weg zu Seki zu. Ja, Asklepios war der Grund dafür. Er hatte den alten Lord getötet und viele Soldaten sowie Illusionisten. Es gab eine heftige Verfolgungsjagd zwischen den alten Erzkanzlern Amalaska und Asklepios, der für ihn wie ein Sohn war. Als sie den Markt erreicht hatten, verfolgte ich sie und beobachtete alles. Ja, die Verfolgung endete, als Asklepios sich in die Shadow Gilde, die ja damals noch die Diebesgilde war, zurückgezogen hatte. Amalaska hatte dann die unterirdischen Gewölbe der Gilde mit Wasser überflutet und das Tor verschlossen. Wie konnte er das denn überleben? Merenor schüttelte mit dem Kopf. Ich weiß es nicht und ich glaube, wir werden das auch nie mehr herausfinden. Lasst uns zu den anderen gehen, sie werden sich schon Sorgen machen. Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Rief eine Stimme. Es war Alessandro, der völlig fit zu der Gruppe stieß. Ich war wohl keine große Hilfe. Aber es ist ja anscheinend alles gut ausgegangen. Ich habe wohl das Beste verpasst. Erzählt ihr mir bitte, was alles geschehen ist. Ja, das machen wir am besten, wenn wir bei den anderen sind. Sie werden sicher genauso neugierig sein.